Ja, der wird höchstwahrscheinlich hier hochklettern. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Dann werde ich hier rüber gehen. Ja. So, machen wir das so. Den da hinten kann ich zur Not ausschalten. Das ist wirklich nicht das Thema. Ah, okay. Dann müssen wir dann hier lieber hin. Ja, da wird er. Ich gehe mal davon aus, der wird er hochklettern. Alter Schwede, hab keinen guten. Ich klaue also gleich einen Krankenwagen von einem Haufen korrupter Cops und werde vielleicht erschossen. Immer hast du den ganzen Spaß. Und Showtime. Auto ist schon hin anscheinend, hä? Wir wollen sie nicht erschießen. Komm raus, komm raus. Kann ich es nicht sprengen? Yeah. Sehr geil. Ich glaube, damit haben wir soeben für freies Geleit gesorgt. Ach, der ist down. So. Na los, fahr schon. Was hast du denn gesagt? Wenn ihr einen Pendejo seht. Ich hab grad echt eine Leiche geklaut. Werd ihr mal ja, besser ist das. Direkt vor dem FBI-Hauptquartier wäre doch gut. Du hast den wütender korrupter Bullet Jackpot geknackt. Hör dir das an. Osprey, komm. Keine Ahnung, was passiert ist, Sir. Als hätten sie gewusst, dass wir kommen. Sind vom Dienst suspendiert. Aber Sir! Okay. So. Hoffen wir, dass wir die aufhalten können irgendwie. So, sie sind direkt hinter uns. Das ist gar nicht gut, Mann. So, ich bin es hoffentlich los. So. Yep, geschafft, sehr schön. Oh, die wissen echt, wo ich bin die ganze Zeit, ne? Boah, ist das ätzend. Da bin ich schon dabei, die Verfolger abzuschütteln. Aber trotzdem wissen sie immer, wo man hingefahren ist. Ein bisschen nervig. Bisschen sehr nervig, ehrlich gesagt. Verdammte Scheiße. Aber jetzt, komm. Ne, jetzt kommt einer entgegen. Können die nicht mal irgendwie verschwinden? Verdammte. Na komm schon. Glaube ich. Naja, wir kommen halt nicht weg. Das ist halt echt ein Problem, ne? So, ich kann immer nur kurz ausbremsen. Aber so richtig. So. Wir sind halt alle da. Scheiße, Mann. An mir kommt der nicht vorbei. Weißt du jetzt, ne? Warum müssen die jetzt gleich wieder vor mir auftauchen? Aber ich hoffe mal, es hat sich jetzt langsam erledigt. Fliehe. Ja, das machen wir gerade. Scheiße, da ist einer.
Ach nö, echt jetzt? Ach komm schon. Scheiße. Kacke, Mann, die Cops. Es war so knapp gerade. So. Jetzt bitte nicht mehr stören. Okay. Also anscheinend haben wir es jetzt geschafft. Das, was jetzt ist, ist nicht relevant. Ich soll jetzt einfach nur das Ganze zurückfahren. Okay, das kriege ich hin. Puh. Wusa. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, Bad Boys 1 und 2 zu sehen. Ich habe damals halt den ersten Teil im Kino. Oh, end's geil gewesen. Ab die Tage, jetzt vor knapp einer Woche ungefähr, habe ich mal wieder den Stargate-Film von 95 irgendwie so angeguckt. Nee, ich glaube 96, irgendwie so muss das gewesen sein, ich glaube ja. Da muss ich auch... Schon echt geil. Ja, damals sowieso in den 90ern viel... Wenn ich das so im Nachhinein überlege, viel mehr als heutzutage. Nicht, zumal man auch nicht mehr reingehen muss, ne? Bei Amazon Prime zum Beispiel oder Amazon Video, wenn du es so nimmst, kannst du relativ kurz nach Kinostart die meisten Filme ausleihen oder kaufen schon und dir angucken. Und das habe ich hier halt gemütlicher. Ich habe meine schöne Heimanlage mit Surround Sound und allem drum und dran und habe es hier schön gemütlich. Mich nerven keine Leute. Vor mir sitzt keiner, der größer ist als er sein sollte, sodass ich halt alles sehen kann. Ne? Im Kino hast du das manchmal, setzt sich so ein riesen Lulatsch vor dich und du siehst halt nichts. Und du hast irgendwelche Leute, die halt die ganze Zeit quackeln oder sonst was, was dir den Film ruiniert. Das hast du halt alles nicht. Klar, Kino ist natürlich durch diese riesen Leinwand und dann doch die Lautstärke, die halt die Anlage immer dann bietet, doch schon was ganz, ganz anderes. Ist klar, diese Atmosphäre, die man da hat, ist einmalig. Aber ja, ich denke... Ich brauch's nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Manche Sachen sagt man ja, muss man im Kino gesehen haben. Ja, mitunter. Also ich muss sagen, ich habe Herr der Ringe damals alles im Kino gesehen. War schon geil, war echt gut gewesen. Gerade beim ersten Teil, als die diese Reiter da auftauchten und ihn dann gejagt haben, ne? Wo die dann das erste Mal auftauchten und dann halt durch die Gegend ritten. Da haben sich alle im Kino umgedreht nach hinten rechts, weil es sich so angehört hat, als ob da einer kommt. Und das war so geil vom Sound gemacht. Du dachtest wirklich, da hinten rechts kommt jetzt einer durch die Tür, weil da war auch dann die Tür gewesen vom Kino, von dem Saal. Da kommt jetzt einer auf dem Pferd reingaloppiert. Das war so krass, wie du halt gesehen hast. Ich dachte erst, ich wäre der einzige Spacken, der sich umdreht, ne? Aber alle, der ganze Kinosaal so, hä? Das war richtig, richtig geil. Ja. Echt Hammer gewesen. Klar, sowas hast du halt zu Hause nicht. Und ich denke mal, solche, hier diese ganzen Marvel-Filme oder sowas, diese Action-Spektakel, das lohnt sich auch schon im Kino, sich das anzugucken. Klar, auf jeden Fall, aber ich habe nicht die Zeit. Es ist bei mir etwas kompliziert, dafür Zeit zu schaffen, ins Kino zu gehen. Es ist bei mir nicht so einfach, dass ich mal sagen kann, hey, ich gehe jetzt mal spontan ins Kino. Also findet es ja nicht, ne? Das ist nicht so das Ding, Kino kostet ja nicht die Welt, aber lässt sich halt so bei mir nicht mal eben machen, das muss schon ein bisschen vorausgeplant werden dann immer, und da muss ich auch sagen, ja, lohnt sich das dann wirklich, ja. So, achso, übrigens, die Leute, ich halte mal ganz kurz an, dass ihr wisst, ich will was sagen. Wir hatten ja wegen Empyreon, hatten wir ja die Tage, weil wir gewartet haben aufs Update, haben wir ja Euro Truck Simulator 2 gezockt. Das kam relativ gut an. So gut, dass ich sage, wir werden das fortführen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wann. Ich glaube, ich möchte es erstmal so machen. Also, dass wir vielleicht am Wochenende fahren und vielleicht einmal unter der Woche. Ich muss mal gucken. In einem Livestream.
Aber ansonsten wird es erstmal Samstag, Sonntags damit weitergehen. Damit wir entsprechend das fortführen, weil es hat mir sehr viel Laune gemacht und euch anscheinend genauso. Und so, Gott sei Dank hat das die Bullen da hinten nicht gestört. Da bin ich ja sehr happy drüber. Wow. So. Ich würde sagen, das haben wir erledigt. Sehr schön. Ah, es müsste Follower geben. Die nächste geplante Schießerei ist auf Alcatraz. Um Mitternacht. Okay. Aber was soll schon Schlimmes passieren, stimmt's? Sag das nicht. Im Ernst, das ist ihr, Macbeth. Ich denke dran, wenn ich auf der verlassenen Gefängnisinsel ermordet werde. Okay. Sehr schön. Wir nähern uns langsam den nächsten Aufstieg. Oh, was ist da los? Oh Mann, ich bin gleich auf The Rock. Als Kind durfte ich nie hin, weißt du? Ist doch verrückt. Du liebst Alcatraz. Auch nicht mehr als andere. Schnell, wann war dieser Auftritt in der Kantine? Welcher? Nerd. Hey. Sehr geil. So. Gut, ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.